Hallöchen, ihr Lieben, ich bin's wieder nach einer guten Woche Sendepause. Die Post wird wahrscheinlich genauso viel zu tun haben wie ich gerade auch. Deshalb war es jetzt zwar schwierig für meine Geduld und so, das auszuhalten, dass das Päckchen hier wieder eine gute Woche unterwegs war, aber gar nicht schlimm für meine Zeit, denn die habe ich gerade gar nicht, ne? Wisst ihr ja alle, wie das gerade so ist, so vor Weihnachten. Aber jetzt ist dann doch, obwohl sie für Montag erst angekündigt war, jetzt doch nochmal gestern Abend der Postbote vorbeigeschneit und hat mir meine Adventsspaßpakete gebracht. Ihr habt bestimmt genauso wie ich schon bei Mona oder bei Yves von Kreativ geschnökert oder bei Instagram, was so in den Paketen so drin ist. Deshalb will ich das heute hier gar nicht groß ausbreiten. Ich kann euch noch einmal nebenbei so die Stempel von Dichtem zeigen. Das ist jetzt das Paket als allererstes, das klassische. Der Stempel heißt Adventsspaß, eleganter Rahmen. Die Stempel kommen nicht einzeln. Vielleicht nächstes Jahr, wenn ihr Glück habt, kommen die dann so in den Shop. Aber jetzt sind sie erstmal exklusiv für diese Adventsspaß-Geschichten. Und bei dem klassischen Set hat mich hier diese coole Stanze gereizt, diese Journal-Stanze. Da habe ich jetzt eigentlich kein konkretes Projekt auf meiner To-Do-Liste, aber das heißt ja immer, ne, nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Ich werde erstmal von meiner To-Do-Liste ein paar Sachen abarbeiten, dass ich da wieder was streichen kann. Und dann mache ich mich an die Sachen, wo ich mal richtig Bock drauf habe, mit zu werkeln. Und das wird dieses Journal sein, genau. Das sind die hübschen Papiere dazu. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Auch auf der Shop-Seite von Kreativdepot kann man immer gut vorher mal lunzen, was es in den Paketen gibt. Das hier ist das Niedlich-Paket. Da finde ich die Autos ja richtig genial. Super schön. Die werde ich jetzt gleich auch als erstes verwursten für meine Sachen, die gemacht werden müssen. Und zwar wollte ich nochmal für die Nachbarn ein paar kleine Nikolaus-Überraschungen fertig bekommen. Das ist nicht viel, aber auch das kostet Zeit und deswegen muss das jetzt mal fix fertig werden, denn Nikolaus ist morgen. Ja, genau. Das ist das Paket, das Stempelset aus dem Paket Niedlich, heißt Adventsspaß Weihnachtsfreunde. Und wie ich dann schon angekündigt hatte, zieht sich dieser Bär, Pinguin, dieses Hasendesign hier einmal durch die Niedlich-Serie. Und dazu habe ich mir auch noch aus dem Shop die beiden Stempelsets mitgenommen, die extra erschienen sind. Und zwar heißt das einmal Bärige Weihnachten. Das ist diese A5-Platte. Und ich kam einfach nicht dran vorbei. Ich liebe diese Designs. Und ich habe gesehen, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Michi von Kreativ Pünktchen hatte entdeckt, dass es das Ganze jetzt auch als Stoffdesign gibt. Also wer näht und stempelt, beides liebt, so wie ich, der hat hier wieder ein Design, so wie bei Treebird auch, was man bestempeln kann, beziehungsweise das genähte Design dann schick verpacken kann mit den passenden Stempeln. Finde ich richtig cool. So, und das zweite Set heißt dann Bärige Weihnachten 2. Ist ein A5, nee, wie sagt man? Doch, ich glaube A5 ist es dann, ne? Eine Nummer kleiner. Warte mal, A4, A5, A6. Richtig clever wieder. Naja, ihr wisst, was ich meine. Da ist das Häschen so geil vertreten. Kann man das sehen? Das liegt hier schon wieder und schimmelt ab. Und hier guckt Hasi so süß. Der große Bär ist nochmal mit dabei. Diesmal ein bisschen weiter gedreht. Und da ist der Pinguin. Sehr niedlich. Ich denke, wenn ich heute noch Zeit dazu finde, dann wird damit auch noch eine Karte entstehen. Habe ich schon eine Idee. Und dann haben wir neue Stempelsets in A6. Positive Labelliebe heißen die. Und die sind dann so nach den Themen einmal sortiert, ne? Allgemein, alles Liebe, Weihnachten. Und dann habe ich hier nochmal für Geldgeschenke. Wir fangen mit der Labelliebe an. Ich glaube, ich habe gar nicht alle mitgenommen. Es müssten fünf gewesen sein, meiner Meinung nach. Aber ich liebe die Größe der Sprüche. Die sind perfekt für mich. Ich mag nicht diese extrem großen, weil meine Projekte das oft nicht hergeben. Ich mag lieber so
Sprüche, die ich so wirklich auf, wie der Name schon sagt, Label draufstempeln kann. Also, Weihnachten enthält die Sprüche Weihnachten, fröhliche Feiertage, Adventszeit, Merry Christmas, frohes Fest. Also ihr seht es ja, ne? Alles, was zu den Feiertagen gebraucht wird. Und hier unten dann auch schon fürs neue Jahr. Kommt gut ins neue Jahr, Happy New Year. Ihr seht es ja, ne? Guten Rutsch. Und ein paar kleine Sternchen sind mit dabei. Also ein Sternchen und so eine, wie sagt man, Bordüre. Ja. Dann haben wir noch das Set Alles Liebe. Da sind so, wie sagt man denn, naja, für Geburtstagswünsche so die gebräuchlichsten Sprüche mit dabei. Außerdem sowas wie Du bist mein Herzmensch oder für meinen Lieblingsmenschen. Und hier habt ihr Sternchen, Herzchen, Blümchen mit drauf. Und das dritte Set, das ich hatte oder habe, ist das Set Label Liebe allgemein. Und da sind so was wie, ja, kleiner Wunscherfüller für kleine Träume, mit Liebe verpackt. Also alles, was ich so mal eben für nebenbei so brauche, ne? Für meine Alltagsheldin finde ich auch immer sehr schön. Oder lecker Hüftgold. Glück im Glas kann man hier auch noch verschenken. Da gibt es ja auch schon was zu kaufen, diese Marmelade, ne? Tausend Dank finde ich auch richtig gut. Und Freupost. So, und das letzte Set heißt Für Geldgeschenke, ist vom Stil ein bisschen anders. Da habt ihr wieder diese Kombination aus gelettert oder so Schreibschrift und Druckschrift und alles zum Thema Geldgeschenke. Nix war aus. Ein bisschen Kohle, Knete oder etwas Knete, ein paar Kröten, ne? Money, money, money. Hier die kleinen Stempel dazwischen sind diese Herzchen in vier verschiedenen Größen. Das ist der kleinste. Hier unten ist dann das größte Herz. Und hier geht es weiter mit ein paar Mäuse. Also ihr habt alles, ne? Knete, Kohle, Kröten, Mäuse. Und hier unten dann sowas wie gönn dir was Schönes, gönn dir was Cooles, gönn dir was damit, mach was damit, mach was Cooles. Kann man hier wieder so Kombination stempeln. Und dann haben wir hier nochmal eine andere Schriftart. Der Umtauschvermeider finde ich richtig schön vom Stil her. Und ein kleiner Beitrag zu deinem großen Wunsch. Finde ich auch sehr schön. Ja, musste mit. Kann ich immer gebrauchen. So, das sind die neuen Sachen, die bei mir jetzt hier gestern Abend noch eingetrudelt sind. Und wie gesagt, ich lege gleich mal los. Nicht viel quatschen. Ich starte mal mit simplen Anhängern für kleine Aufmerksamkeiten und habe mir wieder diese Studio Light Tech-Stanze aus dem ersten Adventspaket geschnappt. Einmal die dritte Größe und einmal die zweite Größe. Also ihr seht schon, ich habe hier zwei verschiedene Größen genommen. Einfach, das passt dann quasi genau auf ein A4-Papier. Ich bin da ja immer sehr pragmatisch. Für die Kleine habe ich jetzt hier ein Stück von 9,5 mal 9,5 zurechtgeschnibbelt, also für die zweite von unten. Und für die eine Nummer Größe habe ich jetzt hier 11,5 mal 12,5 zurechtgeschnitten. Die falte ich genau bei der Hälfte. Und dann stanze ich die so aus, dass die Stanze mit der Schneidekante nicht die Seite durchschneiden kann, die gefalzt ist. Es soll nämlich ein Tag zum Aufklappen werden. Also es muss so in die Stanzmaschine rein, dass hier noch ein ganz kleiner Rand übrig bleibt, so dass hier nicht gestanzt wird oder geschnitten wird. Ne? Wenn ich die ausgestanzt habe mit, so wie ich es eben gesagt habe, dann sieht das Ganze so aus. Zum Aufklappen haben wir dann so einen Anhänger. Also hier geht es ganz genau auf. Hier habe ich irgendwie ein bisschen gefuscht. Hier habe ich so einen kleinen weißen Rahmen. Egal. Und hier ist der kleine Anhänger zum Aufklappen. Außerdem habe ich jetzt hier aus dem Papier schon das Auto ausgeschnitten. Das soll da irgendwie so drauf. Und mit diesem Aufleger, passend zu Tagstanze Nummer 3, nenne ich sie mal, habe ich jetzt hier schon aus dem Papier mir noch
von der Größe her passend noch zwei Motive zurechtgestanzt. Die möchte ich gerne matten mit diesem Papier, was ich hier euch letztens schon gezeigt hatte. So ein Vintage-Papier aus der Stempel-Wunderwelt. Ich nehme einmal das rosane und einmal dieses ockerfarbene. Mir waren die Texte jetzt noch ein bisschen zu nackig, deswegen habt ihr gerade gesehen, haben die alle von mir noch ein bisschen Strukturpaste mit diesem Stencil hier bekommen. Das nennt sich Sparkling Snow Stencil von Echo Park. Habe ich mit Sicherheit auch bei Kreativdepot gekauft, vor mehreren Wochen wahrscheinlich schon. Sieht jetzt so aus, mit weißer Strukturpaste. So ein bisschen hinterlegt, nur dass da nochmal so ein bisschen 3D-Effekt kommt. Außerdem ist da noch aus diesem Karamell-Cardstock schon mal diese Lochverstärkungsringe draufgewandert. Die habe ich schon ausgestanzt und aufgeklebt. Außerdem habe ich mir schon vom Nikolaus vorbereitet. Das sind auch Stanzen von Kreativdepot. Seht ihr hier unten rumschimmeln. Und das soll da jetzt alles noch so ein bisschen drauf dekoriert werden. Also weiter geht's im Text. Tütchen sind fertig, beziehungsweise die Anhänger sind fertig für die Tütchen. Die Tütchen, ja, so eine Tütchen könnte man natürlich auch selber basteln. Ich muss zugeben, ich habe meine gekauft hier, ne? 1,50 bei Rossmann. Die sind super süß gewesen, ich musste sie mitnehmen und jetzt bin ich auch viel schneller fertig, als wenn ich jetzt diese Tütchen noch selber basteln würde. Aber natürlich kann man sowas auch selber machen. Ich habe es nicht gemacht. Die Anhänger sehen fertig so aus. Da sind jetzt noch so kleine süße Dinger wieder von Picket Fan Studios drauf gelandet. Aus dem Sequence Mix Gingerbread People, so heißt es. Da sind so kleine, ja, so eine, wie sagt man denn, Zuckerstangen quer durchgeschnitten. Also so eine Bonche. Alle farblich gleich drauf gelandet. Ich hatte erst noch zwischendurch, habt ihr wahrscheinlich im Schnelldurchlauf gesehen, auch noch diese süßen Gingerbread auf Deutsch, dachte mal schnell, Lebkuchenmänner mit drauf gehabt. Aber das ist mir zu viel durcheinander, zu viel Mix, zu bunt, das bin ich nicht. Kennt ihr ja, das ist alles so ein bisschen einheitlich wieder bei mir. Nicht mehr als drei Farben, wie immer. Und so sehen sie dann im Endeffekt aus und gehen jetzt zu den Nachbarn. Ich muss eben mal fix noch Nikolaus spielen hier heute Abend. Ich habe hier selbstgemachte gebrannte Mandeln drin und dann kommen da natürlich noch ein paar Schoko-Weihnachtsmänner von den einschlägigen Schokoladenmarken mit rein und dann ist auch gut. Es ist ja nur eine kleine Aufmerksamkeit. Ich denke, man freut sich auch über gekaufte Sachen. Jo, ihr Lieben, ich sag schon mal Tschüss. Ich muss jetzt erstmal, wie gesagt, loseimern und die Sachen noch verstecken. Und dann gucken wir mal, was noch so aus dem ganzen hübschen Zeug so entstehen wird. Wie gesagt, Pläne gibt es genug. Jetzt folgt hier noch die nicht ganz jugendfreie Variante, denn ich habe hier ein paar Döschen noch für den Nikolaus verpackt, beziehungsweise möchte sie jetzt noch ein bisschen aufhübschen. Dafür, wie gesagt, Dosen, Papierstrohhalme und das hier sind diese Pergamenttüten von Kreativdepot, in denen manchmal die Stanzen so geliefert werden. Da habe ich einfach hier oben diese Lasche abgeschnitten und dann die Döschen da reingestöpselt. Und das Ganze einfach nur mit so einem schwarz-weißen Bäckergarn zugetüdert.
Und jetzt war ich schon fleißig am Stanzen und habe mir diese Stanze mit den Geschenken aus dem niedlichen Adventspaket-Set herausgesucht und schon mal ordentlich gekurbelt. Das Ganze muss jetzt hier noch ein bisschen zusammengeklebt werden. Das mache ich mal als nächstes und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist das Endergebnis. Also, ihr Lieben, ihr seht jetzt die Geschenke zusammengebaut. Also ein bisschen mit hier noch 3D drunter unter der Schleife, aber ansonsten einfach nur übereinander geklebt. Dann habt ihr hier einen Schriftzug mit dieser gestitchten Stanze von Crealis. Habe ich hier noch wieder meinen Schriftzug ein bisschen hervorgehoben. Der stammt aus dem Herzige Weihnachtsgrüße-Stempelset. Das mit diesen wunderschönen Schriften und überall Herzchen mit dran vom Nikolaus. Und dann habe ich hier oben noch einen kleinen Pinguin draufgesetzt aus dem Set Adventspaß Weihnachtsfreunde, also aus diesem niedlichen Adventspaß-Set. Da oben, der kleine ist es. Einfach nur ein bisschen mit meinen Markern angemalt, gar nicht groß irgendwelche Schatten gesetzt bei dem kleinen, das reicht auch so. Das war einmal Ice Gray in dem hellsten Ton. Ich glaube IC, nee, IG6, so heißt der. Und Antique Pink Blend, so heißt dieser Ton. Und auch hier ist es, glaube ich, der AP2 gewesen, der hellste Ton von den Tree Blend Spectrum Noir Stiften. Damit ist das koloriert. Ja. Und ganz zum Schluss habe ich noch Crystal Drops in Metallic Mustard Gold draufgesetzt. Ein bisschen so an das Innendesign angelehnt. Nochmal ein paar Goldspritzer drauf. Ja, mehr ist es gar nicht. Aber ich glaube, ganz niedlich geworden für die Mädels. Ich denke, sie freuen sich. So, und das war dann auch mein Beitrag zum Nikolaus heute. Und dann sage ich schon bis zum nächsten Mal und wünsche euch ebenfalls reichlich gefüllte Schuhe, so wie ihr es gerne haben möchtet. Und habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.